Hallo und herzlich willkommen zu Teil 5, mein Garten. Heute werde ich Stachelbeersträucher pflanzen und ein Kartoffelfeld anlegen und ich sage einfach mal viel Spaß beim Video. So, wie ihr erkennen könnt, habe ich hier 4 Stachelbeerstauden. Die habe ich vom Nachbargrundstück oder von der Grenze. Aber das Nachbargrundstück wird schon 20 Jahre nicht mehr verwendet und nicht mehr bewirtschaftet. Und da habe ich gedacht, ja, nimmst du halt, pflanzt sie ein, hast keine Kosten. Und es wächst was dran. Ich habe auch schön darauf geachtet, dass ich die Wurzeln alle mit rausbekomme. Sieht man hier schön, schöne Wurzeln. Und jetzt werde ich die hier einfach einpflanzen. 2 Stück sind schon etwas größer und 2 sind noch so, recht dünn, aber die wachsen auch. Oder ich will es zumindest hoffen. Jo, noch ein Plätzchen suchen und dann ja, wieder Löcher buddeln. So, erstes Loch ist gebuddelt. Die Staude habe ich auch schon hier, das lange hier. Das soll aber auch mal groß werden, in der Hoffnung groß zu werden. Und jetzt mache ich das Ganze wieder zu. Richte die noch ein bisschen aus, damit sie schön gerade steht. Drück das hier ein bisschen an. Steht gerade, sieht gut aus. So, jetzt kommt noch das Wichtigste. Das Wasser. So, links und rechts eine gepflanzt. Ich habe es gleich noch ein bisschen gestutzt, zurückgeschnitten. Und da können sie in Ruhe sich einwurzeln und treiben. Und dass dann hoffentlich Beeren im Herbst dran sind, das wäre super. Aber das werdet ihr dann ja mitbekommen. Hier soll das kleine Kartoffelfeld entstehen. Ich werde zunächst das Gras wegmachen. Dann werde ich Erde holen und 3 Dämme aufschütten. Das ist dann so ungefähr wie bei einem Spargelanbau, weil die Dämme halten die Wärme. Dann werde ich dann ab Mitte April die Kartoffeln aussäen, einpflanzen und immer wieder schön aufschütten. So, nicht wundern, dass das Feld hier nur so klein ist. Das ist mehr oder weniger ein Test. Wenn es dann nächstes Jahr oder wenn es im Herbst dann was Ertragsreiches gibt, dann mache ich das im Frühjahr dann oder im Herbst dann auch schon etwas größer. Aber das Beet ist noch nicht fertig. Ich schütte jetzt noch hier Dämme auf. Das sieht dann so aus wie bei der Spargelernte. Die werden ja auch in Dämmen oder werden ja auch aufgeschüttet, weil die speichern die Wärme besser. Tja, und das werde ich jetzt noch machen. Und dann würde ich sagen, let's go. So, das kleine Kartoffelbeet ist auch fertig. Ich habe die Welle jetzt angehäuft, habe dazwischen ein paar Bretter, wie ihr sehen könnt, damit man hin und her laufen kann. Das ist jetzt ungefähr 20-25 cm hoch. Und wenn es dann Mitte April ist, werden die ersten Kartoffeln gepflanzt.
Dann wird noch ein bisschen was aufgeschüttet. Habe auch ca. 100 Eimer geschleppt, also befüllt, hergeschleppt, wieder ausgeleert. Also ich bin jetzt auch echt groggy. Das reicht auch. So, letzter Punkt auf der Tagesordnung zum Teil 5. Ich habe in der letzten Folge schon was gesagt wegen der Förderung, die wo ich nicht mache, aber es gibt jetzt noch was Neues. Sagen wir es mal so, ich habe eine Facebook-Seite, eine Fanpage, die verlinke ich euch in der Beschreibung. Bitte die gefällt mir markieren. Und zwar hat mich der Freistaat Thüringen markiert. Und zwar geht es um Folgendes. Das heißt nachhaltig, gut, pfiffige Ideen für unser UNESCO Biosphärenreservat Thüringer Wald. Wenn man da Ideen hat, so wie ich jetzt sage, die Streuobstwiese und den Garten wieder reaktivieren, kann man da einen Antrag ausfüllen und da bekommt man die 5 besten Ideen je mit 200 und die 5 besten Projekte mit jeweils bis zu 1000 Euro. So, die Teilnahme muss bis zum 2. Juni erfolgen. So, und das werde ich dann auch machen. Ich werde meinen ganzen Krempel hier aufschreiben, also Anlage 1, Sachkostenaufstellung. Dann werde ich alles aufschreiben, was ich brauche. Werde es einreichen. Und wenn ich 200 Euro dafür bekomme, ist es wunderbar. Vielleicht bekomme ich auch die 1000. In Hoffnung natürlich. Aha. Nee, aber das finde ich cool. Das habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das ist ein Ideenwettbewerb. Sie haben eine gute Idee, die Sie als Anregung in das Rahmenkonzept für das UNESCO Biosphärenreservat 2021 bis 2030 aufgenommen werden könnte. So, und natürlich mache ich da mit, wie ich euch gerade schon gesagt habe. So, und in diesem Sinne ist der Teil 5 damit auch beendet. Das war's, es reicht, ich bin fertig, ich kann immer. Ich brauche schon mal ein paar Tage Pause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare oder schreibt mir in die Kommentare, was ich noch machen soll, was ihr macht, wie auch immer. Ganz wichtig, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Und dann würde ich einfach mal sagen, ja, bis zum Teil 6, den muss ich noch ausarbeiten, weil da habe ich noch keinen Plan dazu. Haha, aber es gibt noch so viel zu tun. Es werden noch viele, viele Teile kommen. Freut euch schon mal. In diesem Sinne, ja, bis Teil 6. Ciao.